Für diesen wunderbaren kleinen Mini-Läufer kann man nicht sagen, Erdeckchen, benutze ich das Gründelkotten Quick Print Baumwolle. Das ist ein 100%iges Baumwolle, ausgegeben für die Nadelstärke 3 bis 4, 50 Gramm auf 125 Meter, aber ein wirklich wunderschöner Farbverlauf. Ich habe hier die Farbe 198 von der Partie 150. Hier kann man noch mal sehen, wie es dann gestrickt aussieht. Und ein sehr, sehr schöner, frühlingshafter Farbverlauf, auch sommerlich. So kriegen wir ein bisschen zarte Farbe bei uns in die Wohnung. Ich häkle das Ganze mit der 3,5er. Wir beginnen mit einer Anfangsschlaufe und häkeln 68 Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Das sind jetzt die 68 Luftmaschen. Wir machen jetzt noch zwei Luftmaschen extra für die Höhe. Ein Umschlag und wir stechen in die dritte Masche von der Nadel aus ein und häkeln ein Stäbchen. Und jetzt kommt in jede Luftmasche ein Stäbchen. Ihr seht, in jede Luftmasche ein Stäbchen und das die ganze Reihe zurück. Ich werde hier aber gleich mal einen Schnitt setzen, weil hier kommen noch jede Menge Stäbchen und ich glaube, das ist zu langweilig für euch. So, und die letzten beiden, auch ein Stäbchen jeweils. Und damit haben wir Reihe 1 schon geschafft. Wenn das hier noch durchgeht jetzt. So, damit ist Reihe 1 geschafft. Reihe 2, zwei Luftmaschen für die Höhe. Wir wenden. Und häkeln jetzt in die ersten vier Stäbchen ein Stäbchen. Eins, zwei, drei und die vier. Drei Luftmaschen. Wir ziehen jetzt hier unten vier Maschen ab. Eins, zwei, drei, vier. Und in die vierte Masche stechen wir ein und häkeln ein Stäbchen. Jetzt wieder vier Stäbchen mit einem Stäbchen. Drei, vier. Ihr habt zwar dann, wenn ihr hier zählt, fünf Stäbchen. Aber dieses Stäbchen gehört zu dieser Luftmaschenkette. Uns interessiert wirklich nur diese vier Stäbchen, die wir hier haben und nicht das fünfte Stäbchen mit. So, drei Luftmaschen. Wir zählen wieder vier. Eins, zwei, drei, vier. Und in die vierte Masche setzen wir ein Stäbchen. Jetzt kommen vier Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, drei Luftmaschen, abzählen, eins, zwei, drei, vier und ein Stäbchen.
Dann wieder vier Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, drei Luftmaschen, abzählen, eins, zwei, drei, vier. Wieder vier Stäbchen, eins, zwei, drei, vier, drei Luftmaschen, wir zählen wieder ab, eins, zwei, drei, vier. Vier Stäbchen, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, wir zählen wieder ab, eins, zwei, drei, vier. So, wieder vier Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, wir zählen wieder ab, eins, zwei, drei, vier. Und ein Stäbchen. Und jetzt wieder vier Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Drei Luftmaschen, wir zählen wieder ab, 1, 2, 3, 4, in die vierte Masche, ein Stäbchen. Ja, und jetzt noch einmal vier Stäbchen, 1, 2, 3, 4. Zwei Luftmaschen für die Höhe. Wir wenden und können uns jetzt schon mal diesen wunderbaren Farbverlauf anschauen. Und wie ihr seht, er ist wirklich sehr farbenfroh, sehr freundlich. Er macht einfach richtig Spaß. So, auf jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen und wir sind damit in Reihe Nummer 3. So, diese Luftmaschenkette umhäkeln wir mit drei Stäbchen. Eins, zwei, drei und ein Stäbchen in das allererste Stäbchen. So, jetzt kommen 13 offene Gitter. Offenes Gitter bedeutet drei Luftmaschen und ein Stäbchen in das letzte Stäbchen von dem geschlossenen. Das hier ist ein geschlossenes Gitter, wo wir diese vier Stäbchen gehäkelt haben. Und ein offenes Gitter ist das. Eins. So, jetzt haben wir hier diese Luftmaschenkette. Die überspringen wir und stechen in das erste Stäbchen daneben ein und haben offenes Gitter Nummer 2. Drei Luftmaschen. Wir übergehen hier wieder alle Stäbchen und stechen in das letzte ein
offenes Gitter Nummer 3. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ihr seht, das sind jetzt alles so richtig schöne, offene Karos. So, ich lege es mal gerade hin. Da kann man hier wunderbar die offenen Karos sehen. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. 13 offene. Die Luftmaschenkette umhäkeln wir mit 3 Stäbchen. Und ein Stäbchen in das erste. So. Und jetzt kommt hier in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. 2, 3 und die 4. 2 Luftmaschen für die Höhe und wir gehen in Reihe Nummer 4. So, Reihe Nummer 4, in 4 Stäbchen kommt ein Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Jetzt kommen 5 offene. 1, 4. Jetzt Stäbchen auf Stäbchen. 2, Stäbchen auf Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf Stäbchen ist die 4, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf Stäbchen ist die 5. So sieht das jetzt aus. Dann haben wir hier unsere offenen, hier unseren Rand und immer noch diese schönen sommerlichen Farben. Bin der absolute Fan von gerade. Jetzt kommen 2 geschlossene. Das bedeutet, diese Luftmaschenkette der Vorrunde, die umhäkeln wir mit 3 Stäbchen. Und ein Stäbchen in das Stäbchen der Vorreihe. Jetzt brauchen wir noch ein geschlossenes, also wird das hier auch umhäkelt. So, und ein Stäbchen in das Stäbchen der Vorreihe. Das sind 2 geschlossene.
Hier haben wir jetzt ein offenes und hier ein geschlossenes. Wie ihr seht, das geschlossene ist voller Stäbchen und das offene hat wie so ein kleines Fenster. Und wenn ich jetzt immer sage, so und so viel offene, dann meine ich die. Und wenn ich sage, so und so viel geschlossene, dann meine ich die. So, wir probieren das mal. Wir brauchen jetzt ein offenes. Drei Luftmaschen und das Stäbchen. Und wir haben unser offenes. Jetzt brauchen wir zwei geschlossene. Drei Stäbchen um die Luftmaschenkette und ein Stäbchen in das Stäbchen der Vorreihe, geschlossen Nummer 1. Geschlossen Nummer 2. Offen, geschlossen. Offen, geschlossen. So, jetzt kommen 5 offene. Eins. Zwei. Vier. Und jetzt müssen wir hier wieder zählen. 1, 2, 3, 4. In das vierte kommt ein Stäbchen. Und wir haben offen Nummer 5. Jetzt hier in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. 1, 2, 3 und die 4. 2 Luftmaschen für die Höhe. Wir wenden. Und wir sind in Reihe Nummer 5. Auf jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Ein geschlossenes. Dreimal offen, ich weiß, ich ärgere euch jetzt, aber nur so wird's was. 1, 2. Ein geschlossenes, 2-mal offen. Wir zählen 1, 2, 3, 4. Wir brauchen nicht zählen, einfach hinten rein. So, damit haben wir auch unsere 2 geschlossenen, das offene und die 2 geschlossenen. Ein geschlossenes.
So. Zweimal offen. Eins, zwei, drei, vier. Einmal offen. Zweimal offen. Einmal offen. Zweimal offen. Ein geschlossenes. So, jetzt kommen drei offene. Eins, zwei, drei. Ein geschlossenes. Und jetzt unser Rand. Das heißt vier Stäbchen. Drei. Und die. Dass der Rand übrigens so schön gerade wird, das liegt daran, dass ich hier beim letzten Stäbchen nicht in den Stäbchenkopf einsteche, sondern, wenn ich euch das mal zeige, Moment, Umschlag, und dann steche ich zwischen das letzte und das vorletzte Stäbchen ein und häkel da in diese Lücke mein Stäbchen und schon wird der Rand wunderbar gerade. So, zwei Luftmaschen, wir wenden. So, Reihe Nummer 6. Wir machen wieder vier Stäbchen. Eins. Zwei, drei, vier, jetzt machen wir ein offenes. Jetzt kommen noch drei weitere offene. Ich weiß, ich quäle euch heute, aber das muss jetzt auch mal sein. Wir gehen das stückchenweise durch, ganz langsam. Ne? Bleibst du hier? So. Ja, mich ärgert heute meine Wolle. Irgendwie lege ich die heute nicht richtig. Egal, wo ich sie liege, liegen habe, sie läuft einfach nicht schön. So, jetzt haben wir insgesamt vier offene. Wir zählen nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt kommt ein geschlossenes, das heißt jetzt hier Stäbchen auf Stäbchen. So. Dann kommen jetzt fünf offene. Eins,
2. Fünf, ein geschlossenes, das heißt Stäbchen auf Stäbchen. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Wir haben hier den Rand mit unseren vier Stäbchen. Dann 1, 2, 3, 4 mal offen, einmal geschlossen, 5 mal offen, einmal geschlossen. Und jetzt kommt 4 mal offen. Zwei, drei, jetzt müssen wir gleich wieder zählen. 1, 2, 3, 4. Und jetzt wieder unser Rand bestehend aus vier Stäbchen. 1, 2, 3, 4. So, meine Lieben, jetzt haben wir 6 Reihen gemacht. Ich will euch heute nicht übermäßig viel quälen, deswegen lasse ich euch für heute in Ruhe. Wir haben jetzt eine Reihe Stäbchen, einmal offen und geschlossen im Wechsel, dann einmal Rand, geschlossen, offen, geschlossen, Rand, Rand, offen, geschlossen, geschlossen, offen, geschlossen, geschlossen, offen, Rand, Rand, geschlossen, offen, geschlossen, offen, geschlossen, offen, geschlossen, offen, geschlossen, Rand, Rand, offen, geschlossen, offen, geschlossen, offen, Rand. Ein paar Reihen haben wir noch vor uns. Insgesamt sind es 19 Reihen, die wir machen müssen. 6 davon haben wir geschafft. So, und ich würde sagen, wir machen morgen weiter mit den nächsten 6 Reihen. Da sind wir dann schon auf 12. So splitte ich das Ganze jetzt in 3 Teile. Wir haben jetzt hier Teil 1. Teil 2 ist dann 7 bis 12. Und dann im letzten Teil machen wir dann 7 Reihen und schließen das Ganze ab. Auch noch mit einem wunderschönen Rand. Noch kann man nicht erkennen, was es werden soll, aber das wird schön. So, meine Lieben, ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen und dass ihr dabei seid. Und würde sagen, dann bis morgen ab Reihe 7.